Hallo, hallo, hallo. Oh, jetzt kommt Wind auf. Jetzt war es die ganze Zeit hier draußen auf der Terrasse windstill. Und ich dachte, bevor ich reingehe, ich habe so die Sonne gerade genossen, komme ich eben mal noch live hier vorbei. Die Sonne, die haben wir die letzte Woche tatsächlich vermisst. Also ich habe gemerkt, wie sehr sie mir gefehlt hat, weil ich glaube, ich muss ein bisschen lauter sprechen, damit man mich jetzt hier auch hört, trotz Wind. Hier hat es ganz heftig geregnet letzte Woche, bis einschließlich Sonntag. Und so ab und zu ist es rausgekommen, aber viel Wolken am Himmel, nur ganz kurz. Und seit gestern wieder strahlend blauer Himmel, wie du sehen kannst. Und ich merke wieder, wie einfach mein Herz aufgeht, Sonne zu tanken, in der wärmenden Sonne zu hocken und sie zu genießen. Also wir waren gestern noch in die Stadt, ein paar Dinge erledigen und auf dem Weg dahin habe ich gesagt, komm Schatz, lass uns erstmal ins Café hocken. Die Sonne ist gerade so schön draußen. Also gestern war der Himmel noch bewölkt, aber es war immer öfter der Fall, dass einfach auch die Sonne länger draußen war. Und wir sind hier natürlich verwöhnt. Wir sind gewöhnt, morgens aufzuwachen. Strahlenblauer Himmel und Sonnenschein. Und wenn dann mal ein paar Tage anders sind, dann fehlt das. Genau, und da haben wir erstmal am Meer gehockt. Einen Kaffee, vielmehr einen Tee haben wir getrunken. Wollten Kaffee trinken, haben uns für Tee entschieden. Und mal ein Stündchen erstmal nochmal Sonne getankt. So schön. Und das ist auch meine Inspiration für dich, die ich dir hier jetzt heute mal gerne mitgeben möchte. Vielleicht kennst du so diese Rose, ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt, Rose von Jericho. Das ist so eine getrocknete Blüte, die gibst du dann in Wasser und dann geht die auf. Und so habe ich gestern zu meinem Mann gesagt, ich gehe gerade wieder auf für die Rose von Jericho. Ja, genau, das ist das, was ich dir heute mal gerne mitgeben möchte. Guck mal, wenn du absolut nichts über das Leben wüsstest, wie etwas zu sein hat, was du machen musst, was du nicht machen musst und so weiter, was würdest du dann ab heute anders machen? Und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass du jetzt schon all das loslässt, wo du merkst, das sind dann die Dinge, die ich nicht mehr machen möchte. Also bei mir war es mein Job im Büro zu hocken. 8 Stunden, keinen Sinn mehr darin zu sehen, das hat mir viel mehr Energie geraubt, als dass es mir Energie geschenkt hat. Ich habe da auch nicht von heute auf morgen gekündigt, aber ich habe stabil jeden Tag meinen Fokus darauf gerichtet. Universum, wie geht's anders? Was ist sonst noch möglich? Weil ich so instinktiv das Gefühl hatte, irgendwie muss noch mehr im Leben möglich sein, als das, was ich bis eben lebe. Und da du mir hier lauschst, da du irgendwo in meinem universellen Feld ja bist, da, wo ich dich einladen konnte, wo das Universum dich gelenkt hat, hier mich zu finden, vielleicht ganz neu, vielleicht folgst du mir schon länger. Das sind genau die Dinge, die dich ja wahrscheinlich auch beschäftigen. Und da gibt's, wenn du ganz radikal ehrlich zu dir bist, in deinem Leben auch Dinge, wo du sagst, naja, wenn alles für mich möglich wäre, wenn ich nichts über das Leben wüsste, wie Geld zu mir fließt, wie ich mein Leben gestalte und, dann würde ich schon sowohl beruflich ein bisschen was anders machen, dann würde ich schon auch privat so ein bisschen was anders machen. Und ich habe kürzlich so mal die Frage gestellt gehabt in der Community, wenn alles für dich möglich wäre, was hättest du dann jetzt gerne anders? Da haben so viele geantwortet, dann wäre ich gerne viel freier, ich würde gerne die Welt bereisen, ich würde mich gerne am Meer aufhalten, ich würde mich gerne im Warmen irgendwo aufhalten und einfach auch die Wahl haben, wo will ich sein? Wenn ich Lust auf Schnee habe, ja, dann fahre ich in die Berge, in den Schnee. Und wenn ich Lust auf Sonne und Wärme habe, dann fahre ich eben dahin, wo es gerade Sonne viel gibt und wo einfach Wärme ist. Und jetzt würde ich dich auch mal gerne so zu einladen. Stell dir mal vor, all die Dinge, die du bis eben glaubst, was nicht für dich möglich ist, stell dir mal vor, wie es wäre, wenn es doch möglich wäre. Wenn
du dir selbst auch mal die Frage stellst, was, wenn es doch möglich ist. Weil es ist möglich. Wenn es nicht möglich wäre, dann gäbe es ja auf unserem wunderschönen Planeten keine Menschen, einschließlich meiner selbst, die es geschafft haben, wirklich mal aus dem Hamsterrad rauszukommen, vom, es fliegt hier gerade ein Flieger vorbei, Emirates. Was für eine Botschaft vom Universum, da sitzen wir auch bald drin, in Emirates. Dann gibt es ja keine Menschen wie mich und wie viele andere ja auch, die ihrem Herzen gefolgt sind, die frei auf der Welt unterwegs sind oder die einfach genau das machen, was das Herz zum Singen bringt, was ihnen Freude macht, was Energie schenkt, die sich zum Teil auch ein passives Einkommen damit aufgebaut haben, wo Geld auch einfach immer da ist, ohne Gedanken sich drüber machen zu müssen, wie zahle ich die nächste Rechnung oder wie funktioniert das oder mein Gott, wenn jetzt mal noch irgendwas kaputt geht im Haushalt oder so, wo kriege ich dann Geld her, um es zu ersetzen? Oder wenn das Auto kaputt geht und, also wenn außergewöhnliche Ausgaben kommen. Das war auch eines meiner Dinge, die mir so am Herzen gelegen haben, mir über solche Dinge keine Gedanken mehr machen zu müssen. Dass das einfach funktioniert, dass einfach Geld immer da ist und dass ich es mir auch so kann gut gehen lassen, wie ich es gerne hätte. Weil, guck mal, wenn der Kopf jetzt vielleicht denkt, muss es immer ums Geld gehen. Solange wir in einer materialistischen Welt leben, macht es keinen Sinn, solange wir zum Bäcker gehen und Geld brauchen, um uns Brötchen zu kaufen, macht es keinen Sinn, Geld abzulehnen oder zu hoffen, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt oder den Wunsch zu haben, dass das auch anders geht. Es ist nun mal de facto so, dass wir Geld brauchen. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich um die Ecke gehe zum Biobäcker und mir dort ein Brötchen kaufe, keine Ahnung, das 1,50 Euro kostet, oder ob ich mir ein Brötchen kaufe, das nur 20 Cent kostet. Das sind einfach andere Lebensmittel verarbeitet. Das ist eine andere Energie, das ist eine andere Nährstoffversorgung für den Körper. Und was wäre, wenn es damit schon anfangen würde? War bei mir einfach auch mal so der Wunsch, dort einzukaufen, das einzukaufen, wenn wir es jetzt nur mal auf Lebensmittel beziehen, auf Grundnahrungsmittel, ohne mir Gedanken drüber zu machen, oh, ich kann jetzt kein 1,50 Euro mit einem Brötchen ausgeben, zum Beispiel. Ja? Ich meine, wenn wir dann noch Familie haben, vierköpfige Familie, da kommt halt einfach auch mal ein bisschen was zusammen. Und was sind so die Dinge, wo du bis eben glaubst und eine Instanz in dir, weil du es hundertfach so gehört hast, vom Umfeld, von anderen, woher auch immer, oder weil dein gesamtes Umfeld auch so denkt, dass für dich nicht auch im universellen Feld was anderes möglich ist. Ich würde dich gerne mal einladen, das alles in Frage zu stellen und gib dir gern auch noch eine Frage mit. Und da geht es nicht darum, direkt eine Antwort drauf zu bekommen, sondern welche Entscheidung hast du bis eben noch nicht getroffen, die, wenn du sie jetzt treffen würdest, wirklich alles verändern würde. Welche Entscheidung hast du bis eben noch nicht getroffen, die, wenn du sie jetzt treffen würdest, wirklich alles verändern würde? Und dann sei einfach mal neugierig, was da so in dein Bewusstsein kommt. Sei einfach mal neugierig, welche Ideen oder gefühlsmäßig, was das mit dir macht, welche Aspekte so in dein Bewusstsein kommen, und dann gilt es, diesen zu folgen. Und ja, wenn du dir erlaubst, dann natürlich auch dich begleiten zu lassen, wie ich das ja auch mal gemacht habe, das hat bei mir alles wirklich verändert und ich habe bis heute Mentoren an meiner Seite, die immer einen entscheidenden Schritt weiter sind als ich, weil ich mich ja auch immer weiterentwickeln möchte. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Das geht natürlich einfacher. Wenn du da mehr Infos haben möchtest, irmgard-bronda.de/Begleitung, da gibt es ein weiterführendes Video, vor zu 14 Minuten. Schau dir das gerne mal an
und lausch mal in dich hinein, was sich da jetzt für dich am besten anfühlt im Hinblick auf eine Begleitung, damit ja, du deinem Leben jetzt wirklich mal die von Herzen gewollte Richtung auch geben kannst und mal die ganzen Sätze, die ganzen Glaubenssätze, die Dinge, die in dir verborgen sind, die zur jetzigen Lebenswirklichkeit und vor allem natürlich in den Bereichen, die du eigentlich gar nicht mehr so haben möchtest, beruflich, privat, gesundheitlich, damit das alles mal geändert wird und mal ja, in die Richtung kommt, wo du eigentlich hin möchtest. Deshalb schau dir das Video an, irmgard-bronda.de/Begleitung und ja, entscheide dich, für dein Herz, für deine Seele, für dein Leben, für deinen Körper, dein Geist, deine Seele, damit da alles mal authentisch in Einklang kommt. Bis dahin, sonnig warme Grüße, wo auch immer du gerade bist. Ciao, ciao.